Live in Brüssel begrüße ich jetzt den Ökonom und die Urexperten Daniel Groß. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Groß, seit fast 3 Monaten liegt der Brexit-Antrag also bereits in Brüssel. Ab Montag soll, wie erwähnt, unter erschwerten Bedingungen verhandelt werden. Wie verbindlich kann denn das überhaupt sein, was London da am Montag auf den Verhandlungstisch legt? Nein, die EU weiß, dass es oft Regierungen gibt, die vielleicht etwas wackelig dastehen. Aber sie kann nichts anderes machen, als sich mit der Regierung zu beschäftigen und die als Gesprächspartner nehmen, die es zurzeit gibt. Und es kann natürlich auch sein, dass Theresa May, selbst wenn sie eine Minderheitsregierung bilden muss, doch die 4 Jahre lange durchhält. Also die EU wird sich darauf einstellen müssen, dass sie mit einer Theresa May, vielleicht einer geschwächten Theresa May, aber mit ihr verhandeln muss. Wir wissen, dass der Ausstieg der Briten aus der EU sehr, sehr teuer werden kann für Großbritannien. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen, unterschiedliche Berechnungen von bis zu 100 Milliarden Euro ist die Rede. Es gibt allerdings noch gar keine Berechnungsmethode. Nach welchen Parametern lässt sich denn überhaupt definieren, was dieser Ausstieg kostet? Zuerst mal muss man sagen, dass es von Seiten der Kommission keine einzige Zahl gibt. Die 100 Milliarden, die manchmal in den Raum gestellt werden, sind reine Schätzungen, die von interessierten Journalisten lanciert wurden. Und das ist jetzt gerade, was jetzt gemacht werden muss. Welche Berechnungsmethode nimmt man, um zu berechnen, was Großbritannien noch zahlen muss? Denn es ist ja erstmal noch EU-Mitglied. Wie lange hat es noch weitere Verpflichtungen? Denn oft gibt es ja einen mehrjährigen Finanzrahmen. Und ich glaube, der erste Streitpunkt wird einfach sein, welche Berechnungsmethode verwenden wir? Und dann erst wird man später über Zahlen reden können. Jetzt unmittelbar nach dem Votum vor einem Jahr ist man ja davon ausgegangen, dass die EU sozusagen ein Exempel statuieren will, dass die wahrscheinlich sehr streng, sagen wir es mal so, mit Großbritannien vorgehen wird, damit andere Mitgliedstaaten überhaupt erst gar nicht auf die Idee kommen, über einen Beitritt nachzudenken. Denken Sie, wird das so sein? Nein, es zeichnet sich immer mehr ab, dass in Großbritannien sich schon von alleine die Erkenntnis breit macht, dass das kein sehr guter Schritt für das Land war. Und wir haben ja auch gesehen von vielen Umfragen, dass innerhalb der EU die Zustimmung zur Europäischen Union eher gestiegen ist. Also es handelt sich nicht mehr darum, ein Exempel zu statuieren, sondern einfach zu zeigen, dass halt man besser dasteht, wenn man in der Europäischen Union bleibt. Und ich glaube, das haben mittlerweile auch alle begriffen. Man weiß überhaupt nicht, wie erwähnt, wie dieser Austritt ablaufen soll. Aber den befürchteten Dominoeffekt, vor einem Jahr haben wir noch darüber gesprochen, den gibt es offenbar nicht. Die EU ist trotzdem in keiner sehr guten Verfassung. Wie passt das für Sie zusammen? Warum hat der Brexit offenbar doch für so viele Staaten abschreckende Wirkung? Weil es sich doch zeigt, dass selbst wenn so ein relativ großes, ein relativ starkes Land wie Großbritannien die EU verlässt, es immer noch relativ kleiner ist als die EU, 5-mal, 6-mal kleiner. Und deswegen muss sich letztendlich wohl Großbritannien in allen Handels- und Regulierungsfragen an die größere EU anpassen, hat aber kein Mitspracherecht mehr, wenn es nicht mehr innerhalb der Europäischen Union ist. Und das haben mittlerweile auch viele andere Länder verstanden. Und deswegen ist halt die Zustimmung zur EU eher gestiegen als gesunken. Wir haben erst seit wenigen Stunden ein Auftaktdatum für den Beginn der Verhandlungen. Was wir aber schon länger haben, ist, wir wissen, wann diese Verhandlungen enden, nämlich am 29. März 2019. Das ergibt sich aus dem EU-Vertrag. 2 Jahre, nicht länger, dürfen diese Verhandlungen dauern. Nun hat Theresa May gesagt, ein schlechter Deal ist besser, es ist besser, keinen Deal zu haben als einen schlechten Deal. Liegt sie da richtig? Wäre nicht ein schlechter Deal, also kein Abschluss dieser Verhandlungen, keine Einigung, ein absolutes Chaos für Großbritannien? Das wird sie wohl mittlerweile bereut haben, denn es hat sich auch gezeigt in der Wahl selbst in Großbritannien, dass die Engländer selbst ein Abkommen haben wollen, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass man einfach sagen kann, und wenn es nicht klappt, dann gehen wir einfach, denn sie wissen, dass der größere Schaden davon sicher auf Großbritannien zurückfallen würde. Deswegen gehe ich davon aus, dass es letztendlich wohl ein Resultat geben wird bei den Verhandlungen. Übrigens muss das schon lange vor dem endgültigen Datum sein, denn alle europäischen Parlamente werden dem wahrscheinlich auch zustimmen müssen. Und das wird ein langwieriger, sehr schwieriger Prozess werden.
Ganz kurz zum Schluss noch, der französische Staatspräsident Macron hat diese Woche eher überraschend gesagt, die Türen für Großbritannien in der EU, die stehen weiter offen. Sehen Sie irgendein realistisches Szenario, das noch einen Weg vorbeiführen könnte an diesem Austritt der Briten aus der EU? Nein, das war ja eine Höflichkeitsformel, um zu zeigen, wir sind ja noch weiterhin Freunde. Und wenn ihr wirklich zurückkommen wollt, seid ihr willkommen. Aber jeder weiß, dass das nicht gehen wird. Es wird auch nicht gehen, weil es innerhalb Großbritanniens dann eine andere Regierung geben müsste, eine andere Mehrheit und eine zweite Volksabstimmung. So weit wird es sicher nicht kommen. Denn auch die anderen 27 haben ja mittlerweile eingesehen, wir können vieles zusammen machen, auch ohne Großbritannien, was vielleicht mit 27 besser geht als mit 28. Deswegen glaube ich nicht, dass wir hinter dieser Entscheidung des Brexits zurückkehren können. Herr Dr. Groß, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend nach Brüssel. Guten Abend.